Jo, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, angefangen, Bruderschaftsaufträge zu machen. Und das ist jetzt schon wieder ein, zwei Wochen her, deswegen fühle ich mich jetzt hier ein bisschen fremd und das sieht krass aus. Ja. Ich muss aber jetzt wieder am Vorrat aufnehmen, weil Super Mario World müsste am Montag den 28. fertig hochgeladen sein und das heißt, es gibt wieder zwei Parts von Fallout täglich. Gut, oder? Also ja. Deswegen ja, ein bisschen lange heute aufnehmen. Wir haben, glaube ich, schon den Auftrag für die Bruderschaft erledigt, ne, und sollen jetzt zurückgehen. Muss mal kurz gucken. VTS. Ach so. Stimmt, an denen sind wir schon gewesen. Bei dem, meine ich. Erstmal das Ding kaputt. Da drei Geschütz. Der mich die ganze Zeit nicht gesehen hat, ehrlich. Wo ist der andere? Mal stehen. Ah. Treffe ich den damit? Nö. Oh Gott. Au. Mal spritzen hier wieder. Oh, du brennst. Sehr gut. Oh Mann, warum hast du die Waffe so ein Nachladedingen? Habe ich nehme eine andere Waffe. Da war schon. War auch nicht immer so, oder? Ach, ich habe ein paar Typen hier fertig gemacht. Ein bisschen leiser, sonst hört man wieder ja alles als Echo. So. Haben wir denn hier noch alles? Ich hätte wahrscheinlich von da kommen können und irgendwie hat Geschütz ausstellen können. Oder umbauen, irgendwie sowas an dem Terminal. Das mal habe ich das gesehen, das auch. Knochen des linken Beins. Aber nehme ich damit, das ist wahrscheinlich hier. Ja, das ist sowas wahrscheinlich, ne? So. Aber ich krieg Knochen dadurch. Keine Minen, okay. Oh yes, mal zum Brennen. Kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr benutzen, ne? Okay. Okay, wie komme ich denn da? Okay, dann sind wir gleich im Ausgang. Kommen wir direkt hier raus und gucken wir mal, ob wir dann in dieses Gebäude rein können. Mal schnell speichern. Oh, ich habe gerade. Hallo, gerade automatisch gespeichert. Dann sind wir hier fertig dann. Ja. Sieht so aus. Dann gehen wir mal zurück und gucken. Aber jetzt die Quest abgeben können. Weil wir konnten das Ding ja nicht betreten, das Gebäude, aus irgendeinem Grund. Weil wir immer durch den Boden gefallen sind. Nicht schön. Ja, aber das ist jetzt weg. Weil sonst kriegen wir Probleme. Sonst können wir in der Bruderschaft irgendwie nicht weitermachen. Aber ich glaube, dann lassen wir da heute mit den Bruderschaftsaufträgen. Irgendwie Bock, so andere Missionen zu machen. Außer das geht heute. Mit dem Gebäude. Wollte mit einem tragbaren Schiffskanon umziehen? Ja, das war alles. So. Hey. Lo. Hast dich verpisst? Was? Das wird dein letzter.
Einer. Warum sind denn hier so viele, ey? Ja klar. Ich habe doch versucht, mich zu töten. Hallo? Na, warum bin ich denn hier direkt vor so einer Basis? Man sollte wahrscheinlich von der Richtung her kommen, ne? Ah, nehme ich mal an. Oh, ich bin doch kein harter Bursche. Ah, hallo. So, oh Gott. Oh nee, ein legendärer. Ja, hol ich lieber meinen Schrot wieder aus. Mach den hier. Ja, legendärer Gegner ist mutiert natürlich. Oh Gott, ich sehe gerade, wie viel Schaden er mir macht. Das Ding noch explodieren. Ich habe noch eine Menge Stimpacks, habe ich gesehen. Ich brauche vielleicht. Ne, habe ich die Splittergranaten noch? Nö. Verdammt! Das sage ich mir auch immer, wenn ich in eine Gegnertruppe reinrenne. Ist dieser ganze Ärger eigentlich wert? So, was ist das jetzt? Des Kammerjägers. Brauche ich eigentlich alles nicht, ne? Schon. Obwohl, ich glaube, ich kann die ganzen Waffenmods, die ich in meiner 10mm Pistole habe, die Valentine hat, fällt mir gerade ein. Verdammt. Weißt du, sowas weiß ich noch, ne, aber wo ich war im letzten Part und so was alles, ne, ist wieder eine andere Sache. Oh, ich habe das Spiel irgendwie vermisst. Obwohl das nicht so lange her ist jetzt. Ma! Ist das so eine Basis? Spike Osttunnel auch abgeschlossen, sehr gut. Kann auch eine gute Basis sein hier, ne? Ist aber nicht. Ja, die wissen schon, wie man sich häuslich einrichtet. Und jetzt hier hoch, ohne darunter zu fallen. So, Bruderschaft. Ah, wow. Wie weit bin ich näher weggegangen? Hab ich einen ganz schönen Umweg genommen. Ich habe auf meine Skills geguckt und auf Level 20 kann ich wieder ein paar Punkte reinballern. Da kann ich endlich hier diese, weiß ich nicht, dieses Jesus-Mannequin hier als Skill nehmen. Dann werde ich mal automatisch geheilt. Das wäre doch mal geil. Und ich glaube, dieses eine Ding mit bessere Preise für Händler. Meisterhändler oder irgendwie sowas. So. Frage aller Fragen. Kann ich jetzt da rein? Er kommt aber auch nie raus, ne? Das ist jetzt sehr doof. Aber bitte sag mir, ich kann jetzt da rein, weil sonst kriegen wir hier Ärger. Ich jetzt schon wieder so Geräusche.
Dann kann ich wahrscheinlich nicht da rein. Was soll das? Kann schon wieder nicht da rein. Was ist denn da für ein Scheiß? Ernsthaft, das ist ein richtig ernster Fehler. Ich kann jetzt die Mission hier nicht weitermachen. Was ist denn da für ein Dreck? Guck ja dann. Ich kann ja ehrlich nicht weiterspielen. Ja, was dann mit der Bruderschaft? Solange nicht irgendwann ein Patch oder so rauskommt, ne? Solange jetzt nicht irgendwann ein Patch rauskommt, kann ich die Mission nicht weitermachen. Super, ne? Machen wir irgendeine andere Mission. Wir können ja in der Story noch ein bisschen weitermachen, aber hat wieder so viele Nebenquests, ne? Obwohl, ich habe meine Trophäen nachgeguckt und weiß ich nicht. Ich habe ja für jede, ich nehme an, das ist so wie in Skyrim, dass man für jede Fraktion irgendwie so Missionen machen kann. Wir haben ja die Bruderschaft, die Railroad, dann weiß ich nicht. Jedenfalls sind unter den ganzen immer so zwei Trophäen noch übrig gewesen. Machen wir die mal, der goldene Grashüpfer. Nicks ehemaliger Partner, Marty Bullfinch, glaubt, dass sich eine Schatzkarte im goldenen Grashüpfer in der Fanuel Hall befindet. Ich soll mir das mal näher ansehen. Und ich konnte ja für die Minutemen irgendwas machen. Aber auch noch was. Mann. Was ist denn am nächsten hier? Machen wir mal irgendeine. Ich will einfach hier meine Missionen vor Ort hier leeren. So, was ist denn hier? Backstreet Appell. Triff Abbott bei der Mauer. Ja, tun wir mal hier. Machen wir mal die Mission, weil. Hier, weiß ich nicht, Bruderschaft, Bruderschaft? Railroad? Ich glaube, 4 waren das. Jedenfalls für jede Fraktion war unter die erste Mission, die ich schon abgeschlossen habe, bei den Trophäen, noch so zwei Dinger. Also nehme ich mal an, die hängen alle zusammen. Und wenn ich bei den Missionen weitermache, tue ich halt immer mehr Missionen wieder freischalten. Deswegen tun wir erstmal hier ein paar Missionen leeren. Wenn ich eine bessere Übersicht habe. So machen, verdammt. Könnte ja jeder Psycho hinlaufen. So. Gehen wir da lang. Ja, irgend so eine Mission, die erst freigeschaltet werden kann, wenn ich da irgendwas gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Sachen hab. Alle. Ich glaube, irgendwie so Gespräche und so, ne? Habe ich abgehört. In Diamond City. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich bin durch diesen einen Wasserkanal irgendwie so ein bisschen durchgerusht, aber was soll's. Dafür, ich weiß auch nicht, ich habe das irgendwie alles so ein bisschen hektisch gemacht in der letzten Folge. Aber jetzt haben wir wieder alle Zeit der Welt. Und jetzt mache ich auch alles entspannt wieder, so wie immer, also im Schneckentempo. Wenn ich jetzt wüsste, wo... Mal da hoch. Ja, ich schon wieder gesidetrackt, aber so alles hier untersuchen. War nicht höher? Okay. So, bei der Mauer. Hey, war ich doch schon mal. So ein Dingen. Hm.
Ist der Laden hier so? Wo ist da ein Stadion? Ja, das Diamond City. Diamond City ist so im Stadion. Ach so, der Mauer von Diamond City. Boah. Boah. Einen Moment mal. Das ergibt irgendwie Sinn. Gut, wie ich eins und eins zusammenzählen kann, ne? Das ist auch richtig geil gemacht. Da kannst du ja oben ja alles schützen und so. Ja, hier haben wir noch einige andere Wege, wo man reingehen kann anscheinend. Haben wir so offscreen nichts gemacht hier. Also Sachen verkauft und aufgemotzt und so. Ich muss mal von Nick irgendwann die Megapistole holen. Komm schon, der kann ich doch bestimmt irgendwie so hoch. Haha! Glitch for the win! Aber für nichts, glaube ich. Wenn ich jetzt noch irgendwie darüber gehen könnte, dann kann ich da so schön rüber. Halt. So, warte. Jetzt hier so. Nein! Komm schon, Glitch for the win. Ich will da drauf, auch wenn da überhaupt nichts ist. Muss doch irgendwas sein. Boah, warum? Er hat doch vorhin geschafft, da ist ein Gegner. Ja, ich bin hier oben, versuche das mal hier hochzukommen. Ein Supermutant auch noch. Mann, lass mich da hoch. Gibt's doch nicht. Übrigens, fröhliche Weihnachten, ne? Nur so nebenbei. Jetzt war 3 Tage schon eher, boah, dann vergiss es. Ja. Das ist bestimmt was voll Geiles, ne? Das ist das Schlimmste, wenn ich irgendwie an Orten was verpasse, die nicht so gekennzeichnet sind. Die ich dann erstmal wiederfinden muss. Ja. Gab's für jeden einen. So. Der ist in Diamond City, what? Oh, okay, dann gehen wir eben da rein. Hol ich mir auch Nick ab. Oder ich hole mir meine Pistole ab, die ich dann verbessern kann. Ja, natürlich alle Verbesserungen von der Megapistole in meine andere 10mm Pistole jetzt rein. Falls das geht. Ich habe die ganzen Mods ja alle in Dingens eingelagert, im mein Schließfach. Also, nee, nicht Schließfach. Meine Werkbank. Und da kann ich auch ein bisschen shoppen direkt. Und ja. Ich glaube, dann kann man die einfach so wechseln immer. Ich werde mal in Diamond City hier mit einigen Leuten reden. Okay, schätze wir. Klar, ich schau mal was. Ein bisschen von allem. Ich habe bestimmt hier Sachen wie Zigaretten, Teddybär. Mein Gott, habe ich wieder 4, ne? Teuer. Mal ein bisschen Munition für
Jetzt wisst ihr, von was ich viel habt, ne? Achso, 44er, ja. Ja, geht schon. Lasst euch nicht umlegen! Kauft bei Commonwealth Weapons! Kein Schädel! Oh, Mauer! Hast du dieses Luftschiff gesehen? Wer ist die stehlende Bruderschaft? Wir haben sogar einen Spielplatz hier. Ach du. Also du. Hab ich noch nie gesehen. Nicht die Farbe anfassen. Keine Sorge, mach ich nicht. Gut so. Die Mauer hält die bösen Jungs draußen. Wäre also nett, wenn du sie nicht verschandelst. Du könntest ein wenig... Ich dachte, ich soll die Farbe nicht bringen, ja. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Worum geht es? Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden, nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Oh, also sammle. Nur wenn du noch was drauflegst. Ein guter Samariter macht seine Arbeit ohne rumzunerven. 100 Kronkorken und keinen mehr. Na gut. Eine Sekunde mal. Farbe holen? Das kannst du selber machen. Machen wir so meine Charisma-Klamotten so raus. Wahrnehmung, ja super. Gib mir schon Charisma. Verdammter Dreck. Ich bekomme schon durch so viele Sachen. Bei der Arbeit? Willst du jetzt doch helfen? Die Farbe von Hardware Town besorgen? 100 Kronkorken sind Farbe viel. Besorgen. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Die bunte Stadt. Das ist nur so eine. Ich dachte, das wäre jetzt so eine wiederholbare. Okay. Ist dann noch her, unterhalten wir uns mal mit ein paar Leute. Bist du im Verein? Ja, du. Hast du irgendwas? Nee. Alles ansässig, alles namenlose. Diamond City Radio, ehrlich? Aber den muss ich mal sehen. Ich muss mal den Lappen sehen, der hier hinterm Radio ist. Ey. Oh. Hallo? Travis. Hey. Ich weiß, wie du heißt. Was? Hi. Mal wieder. Hi. Hi. Ja, und der Typ macht das Radio. Müsst ihr euch mal das Radio von dem anhören, ey, das ist ja so was von. Der hat 6 Raketen neu. Ernst, hat dem als Moderation so zu hören, das ist echt traurig. Ja, jetzt kommt das Lied von, ja, wisst schon. Ja, da war Freedog schon ein bisschen, oh Gott. Besser aus Fallout 3. Merkt man schon Unterschied. Wasser. Hier nur das beste frische Wasser. Hey, hier gibt's sauberes Wasser. Das wirst du draußen im Commonwealth nicht finden. Du bist ganz allein hier draußen? Ganz richtig. Bin auf mich gestellt, seit ich 8 bin. Ich habe mir das alles selbst aufgebaut. Hab meinen eigenen Laden, geh abends in die Schule, das volle Programm. Also, wie wär's mit einer Flasche Wasser, hm? Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, der fleißige Typ. Willst du mir helfen, die Wasserversorgung zu reinigen? Du glaubst nicht, was die Leute da alles reinschmeißen. Überlastet die Filter. Was für ein Zeug ist denn da unten? Du musst dich um die großen Sachen kümmern. Meistens ist es was so ab der Größe eines Buchs. Kommt drauf an. Was zahlst du denn? Oh nein, nicht mit mir. 100 Kronkorken. Da wird nicht verhandelt.
Ich kann auch nicht drum. Ich kann echt niemanden überreden. Deine Leiche würde ich dann nur schwer wieder rausbekommen. Okay. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir mal ein bisschen. So ähnlich wie die Rohre hier in Megaton reparieren. Toaster. Ja. Ist auch eine Quest, ja. Zur Luft holen, stimmt. Ja, wird immer noch, dass ich nicht in die Bruderschaft hier, mein Gott, in die in der Polizeirevier reingehen kann. Sieh nur, wie sauber das Wasser jetzt ist. Gute Arbeit. Ja, ich sehe sofort einen Unterschied. Wie wäre es mit ein paar Flaschen für unterwegs? Danke. Sheng, warum war da ein Schädel im Wasser? Naja, du warst vielleicht nicht die erste Person, die ich gefragt habe. Könnte sein, dass der Typ davor eine scharfe Handgranate gefunden hat. Hey, wenn die Filter erstmal wieder laufen, ist das doch nicht mehr wichtig, oder? Naja, egal. Brauchst du Wasser? Zeig mal, was du so hast. Jeder muss was trinken, oder? Aufbereitetes Wasser. Okay, ein paar Erfahrungspunkte. Seid nicht dumm. Stockt noch heute eure Frischwasservorräte auf. Na, und die Zeit geht schon wieder flöten. Wir haben irgendwie nicht viel gemacht, habe ich das Gefühl. Und noch so eine Kleinigkeit, die ich erledigen kann. Habe ich mir Offscreen von Nick. Science Mann, Center. Selbst der Himmel ist nicht mehr sicher. Hast du dieses Luftschiff-Ding gesehen? Die stählerne Das sind Brüder, die Stählern sind. Professor, ich habe eine neue Theorie, wie das Institut die Synths herstellt. Oh nein. Wir haben dieses Gesprächsthema nach dem letzten Mal doch zum Tabu erklärt, weißt du nicht mehr? Das Geschrei. Ich, wie ich 3 Nächte auf dem kalten Boden im Labor geschlafen habe? Das war deine Entscheidung. Und mal ganz im Ernst. Synths, die aus dem Boden wachsen und aus neu zusammengesetzten pflanzlichen Zellkernen bestehen? Ich meine, wie sollten sie... What? Du willst also doch drüber reden. Ah, oh, sieh mal, wir haben einen Besucher. Dr. Duff, könntest du sie beschäftigen, während ich vor diesem Gespräch flüchte? Hallo, bist du wegen des heutigen kostenlosen... Hallo, meine Professorbrüder, Schwestern. Genau so ein Professor bei der Railroad. Biologieunterricht? Ganz genau. Meistens sind die Kinder aus der Schule als erstes hier. Aber ich wüsste nicht, wieso ich den Unterricht nicht auch mit dir beginnen könnte. Wir alle sprechen von Strahlung, als gäbe es nur eine Art Strahlung. Aber es ist eigentlich ein Begriff, der für verschiedene Arten von ionisierender Strahlung verwendet wird. Es gibt Röntgenstrahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung. Aber um welche Strahlung müssen wir uns die meisten Sorgen machen? Welche Strahlung... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, wo es hinführt. ...vor 200 Jahren in Verbindung gebracht? Gamma-Strahlung? Ganz genau. Gamma-Strahlung ist gefährlich. Sehr gefährlich. Wenn dein Körper zu viel davon abbekommt, leidest du an Erschöpfungserscheinungen und Anämie. Du kannst sogar davon sterben. Aber einige Lebensformen leben seit 2 Jahrhunderten mit der Gammastrahlung und haben sich daran angepasst. Cool, oder? Ja, Gule. Was für Sachen haben sich an die Strahlung angepasst? Oh, das ist die perfekte Überleitung für den praktischen Teil des Unterrichts in Form einer Exkursion. Bist du bereit? Ja. Ich bin dabei. Du sollst da draußen eine Blähfliegendrüse beschaffen. Weißt du, die riesige Blähfliege von heute hat sich aus einer viel kleineren Fliegenart entwickelt. Ja. Durch die Anpassung an die Radioaktivität hat die Fliege eine Drüse gebildet, dank der sie trotz ihrer Größe schnell und geschickt manövrieren kann. Und schnell sterben kann. Was sagst du? Bist du bereit, dir eine zu schnappen und zu sezieren? Wenn ich einen Job übernehme, werde ich auch bezahlt. Hier geht es nicht um Geld, Wozu gibt's diese Option überhaupt für mich? Verstanden. Denk dran, ich brauche eine intakte Drüse. Och. Und kauder nicht drauf rum. Einer meiner Schüler ist davon richtig krank geworden, weil er diesen Fehler gemacht hat. Warum?
Gut, haben wir noch eine Mission hier angenommen und ich würde sagen, ich beende den Part hier. Und lass mal mit der Pistole von Nick, würde ich sagen, gucken wir jetzt hier noch ein bisschen um dann. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage dann Tschüss, bis zur nächsten Folge.